So, der alte Mann ist back in Biss. Mikro habe ich angeschaltet, sehr schön. Tatsächlich noch ein paar Bäumchen hier. Ja gut, bei der gelben Wiese brauchst du keinen Schützengraben machen. Das wird nicht, ey. Da kennt man sowieso schon kaum was durch. Wirklich, du erkennst nur den Helm oben, mehr nicht. Der andere war... Ach, der andere geht in den Schützenkram rein. Alles gut, dann kann der wieder bleiben. Kleine Erdbunker hier ist auch cool. Der was? Der Erd hinter dir. Dieser Erdhaufenbunker, den du gebaut hast. Ach, dort in den Berg rein, direkt am Rand? Ja. Ja. Ein Befehl, mit dem man die Name-Tags auch machen kann. Super. Aber bis ich den herausgefunden habe, oh je. Achso, ich dachte, den hast du schon. Da war doch irgendwas mit Teams oder sowas. Wir können auch natürliche Regeneration ausschalten. Na ja, klar. Dann können wir trotzdem sprinten und fressen ohne Ende. Sprinten tut dir definitiv keine Sau von uns. Ja, außer Name-Tags sind halt weg. Ich mach's erst Pause. Ich weiß halt nicht, wie lange die Runde geht. Nicht, dass wir verhungern anstelle des für uns. Also, die wird schon lange gehen. Wir haben ja gestern schon ewig gemacht.
Glaube ich gar nicht, weil die Fläche ist viel, viel kleiner, Alk. Wir haben gestern Uni auf wirklich einer großen Fläche gemacht. Bevor ich zurückgekommen bin zu meinem Haus, habe ich einmal alles umrundet. Ich wollte hinter dir rauskommen. Ich habe die ganze Stadt umrundet. Und das Ende vom Lied war, du bist in dein Haus und hast mich nicht gesehen. Das finde ich halt, das fand ich halt immer noch übelst geil. Ich weiß nicht, das hatte gestern irgendwas, dieses, oh ja, ich versuche mich mal in mein Haus zu sneaken und schwupp, war ich da schon drin und habe auf dich gewartet. Das war aber wirklich purer Zufall. Das ist ein Command-Befehl, mit dem man das macht. Ich glaube nicht, dass der Command-Blöcke aktiviert hat. Hast du? Die habe ich immer aktiv. Echt? Ja, ja, die schalte ich den Properties immer an. Die sind tatsächlich immer an in den Properties. Das ist genauso wie ich Fliegen immer anschalte. Weil ich ja nie weiß, ob in irgendeinem Block, in irgendeinem Pack ein Jetpack ist. Mhm. Ja, lass mal, Fly ist ausgeschalten. Oh, da wirst du jetzt mal vom Server gekickt. Ja gut, stimmt auch. Ah, das ist so eine, cool. Das sind nicht die Standard-Vanilla-Teile, das gefällt mir. Sitzen hier noch ein paar Bäume hinpflanzen oder so lassen? Ich brauche gerade noch ein bisschen, um die Dinge einzurichten. Ich würde sagen, das wird so reichen. Wir haben sogar freie Fläche. Man kann sich also nicht immer nur irgendwo hinter den Bäumen verstecken. Das ist nice. Ich muss jetzt mal überlegen, wenn ich uns auf... was gab es nochmal alles für... Hier, Game Mode Adventure. Da können wir nichts abbauen, aber wir können sterben. Ich überlege, ob wir uns dann da drauf setzen. Ja. Dass wir halt nicht mal aus Versehen irgendwie was abbauen. Keine Ahnung. Also abbauen werde ich nichts, aber... Es kann ja durch ein... Durch Zufall, wenn du jetzt auf eine Waffe schießt, passieren, dass da aus Versehen was kaputt geht. Ja gut, ob du jetzt Gras wegmachst, das sehe ich jetzt nicht gerade als Problem. Na, ich auch nie, aber schützende Leaves zum Beispiel. Da bist du selbst schuld. Ja. Team join. No. Aim. Tag. Add. Add A sind alle, oder? Ja.
Komm mal her. Wo bist du denn? Ey, du hast noch ein Name-Tag, scheiße. Okay. Bies! Das erste hat er erkannt. Das hat er jetzt auch erkannt. Das hat er jetzt auch erkannt. Ike, wo bist du? Hier bei dem Häusler. Habe ich noch einen Name-Tag? Nö. Passt. Okay. Was da noch? Oh je. Nee, wir fangen an, bevor du jetzt hier den ganzen Dekoder-Job baust. Ist doch nicht so schlimm. Sieht doch fetzig aus. Wow, wenn du das jetzt mit Grill, Details ausschmückst. Der Grill ist das Beste. Sei froh, dass ich den Sonnenschirm hingebaut habe. Oh Gott. Ich flieg schon mal zum Rennen. Das dauert, bis ich da bin. Jo, ich tippe mich dann zu dir. Jo. Wenn einer fliegt, reicht das aus. Bei zwei crasht das Server. Du. Oh, es leckt jetzt schon. Warte mal. Dann drücke ich halt nur W. Enable all filters, disable all filters, was? Was? Ne, ich lese hier gerade ein bisschen. Achso. Du kannst auch gerne mal beim Turm dieses ultra leichte Jump'n'Run schaffen, weil wenn du es nicht schaffst, dann muss ich es noch leichter bauen. Soll ja jeder können. Ohne Probleme. Diesen Jump'n'Run? Damit man die Burg auch von hinten jemanden überraschen kann. Och, an der Außenseite. Ja. Ich glaube, hier geht was nicht. Du hast hier nur anderthalb Blöcke freigelassen. So. Bei anderthalb Blöcken kannst du kein Mantle-Kicken draufstellen. Springen musst du natürlich mal. Nein, geht nicht. Du hattest einen ganzen und einen halben Block nur freigelassen. Ein Spieler ist zwei Blöcke groß, Darko. Bei anderthalb geht das nicht. Doch, sneaken. Ich habe das alles abgelaufen. Ich habe das Jump'n'Run gemacht. Nein, geht nicht. Du kommst hier nicht rein. Ach doch. Lol. Okay. Gut, ich hab's wieder umgeändert. Warum kann ich dir ehrlich gesagt nicht erklären, aber geht halt. Boah. Wir könnten uns tatsächlich eine Flintrüstung anziehen, die ist grau. Oh je, die macht aber wahrscheinlich einen Lärm ohne Ende. Kettenrüstung würde ich nur noch mich hören, aber nichts anderes. Mal testen. Oh, ich habe noch meine alte Rüstung an. Die macht tatsächlich kaum Geräusche. Nur wenn du läufst. Okay. Sag dir mal in der 5, wie das aussieht. Sieht eigentlich recht nice aus. Aber wenn man halt außerhalb von einer Steinumgebung ist, dann fällt man ja auf wie keine Ahnung mehr. Ich bin bald da. Jojo. Oh, ich habe nur 32 Items im Gepäck gehabt. Keine 800.
So, du hattest dir nicht mehr das andere Go-Kart gebaut, oder? Das Bumdings doch. Das Bumdings? Na, ich habe das Go-Kart, den Offroader, das Moped, den Traktor und das Bumpcar. Ja, das Bumpcar meine ich gar nicht. Ne, ich meinte noch das Go-Kart halt in der aufgebesserten Version. Ach so, nee, ich habe aber dafür in das Bumpcar Dia Engine reingeschmissen. Ich kann dem Krähe immer nur die Standardversion geben, dann gibt man Optionen. Dann hole ich die einfach mal. Und durch das da weg, das mega coole, geile, aufgemotzte Fahrzeug. Du kannst hier übrigens gehen. Ja, warte mal ganz kurz. Nö, du kommst erstmal noch in deine Base, Darko. Du kannst ja mit Slashback dann zurück. Du kannst sie mit dem Mausrad kopieren, die Fahrzeuge. Ich habe jetzt zweimal das, mein Standard dunkellila Go-Kart. Ich habe mir die jetzt einfach nur mit dem Mausrad kopiert. Boah, ich habe ein scheiß anderes Go-Kart jetzt weggemacht. Egal. Ja, da kopierst du meins und tust dann nur die Farben umändern. Ich habe hier Bumka und Go-Kart kopiert. Und wo ist dein Bike? Das ist da. Ach, das Bike auch. Scheiße Schleuder. So. Ich glaube, das Bumka ist sowieso eine lahme Schnecke. Ich habe Dia Engine tatsächlich drin. Ja, gut. TP, Bike zu dir. Ich muss die Strecke erklären. Okay. Hast du die Spritzpistole mit? Nein, du bist ein Kreher, gib's dir doch. Wie heißt das da? Ich hab das schon damals. Spray. Spray. Jetzt wird das Fahrzeug gelöscht. Achso, ich stell die gerade hier schon. Ah, okay. Ich hab doch meinen eigenen. Ja, ich. Ist doch scheißegal, ich hab ja die auch kopiert. Hä? Dreh dich mal bitte richtig rum. So. Die Strecke können wir tatsächlich im Krähe abfahren, Darko. Da müssen wir uns nicht in den Survival stellen. Ich hätte sowieso alles im Krähe gefahren. Da brauchen wir kein Fuel, brauchen wir kein gar nichts. Das ist das Einfachste. Und im Krähe funktioniert übrigens auch dieser Jeep. Aber oh, das ist später. Darko? Ich weiß, wie schnell die ist. Das ist die Dia Engine. So war das auch mit dem Go-Kart. Aber ich bin ja noch fertig. Ich muss Boing. Alter! Muss ich die Dinger zusammencraften? Oder wie meint die andere Farbe da drauf? Ja, Craftingfeld. Ah, okay. Passt. Kommst du mal mehr her? Oh, warte, Kiste! Ich muss erst reingucken. Standbild. Nochmal Standbild. Scheiße, die ist leer. Ey, ob das was wird? Wird auf jeden Fall lustig. So, wo bist du? Da bist du genau. Bleib so, stehen bleib! Nice. Bild gemacht. So, ich stelle meins da noch hin. Möchtest du rückwärts starten? Ja, warte mal, man startet doch eigentlich von hier aus. Ja gut, können wir auch, ja klar. Oh, ich würde die Strecke sowieso jetzt erstmal ruhig abfahren, oder? Yeah. Halt, bist du Ego? Nein. Ja. F5, ich würde es dir raten, üb das. Das ist gar nicht so einfach, wie man es glaubt. Wo willst du denn lang?
Hütchen. Haben wir beide. Ja, die Hütchen sind nicht entspannt. Alter, nochmal. Ey, das ist so die Holz-Engine hier drinne. Und das Ding ist schon ewig schnell. Und ey. Dann kann ich dir gleich sagen, ihr werdet definitiv verlieren. Also, es geht ja auch nicht ums Gewinnen oder so, aber ich muss das auch hinkriegen. Mein Ziel ist nirgendwo gegenfahren, egal wie lahm ich bin. Einfach mal ein paar Mal jetzt die Strecke in den Kopf kriegen. Dann. Hast du? Ja, hast du. Warte. Los, na dann, ich bin bereit. Achso, warte. Fahren wir eigentlich ineinander oder so. Fahren wir? Ey, das sieht so riesig nicht aus. Das ist halt einfach Thumbnail wert. mir ist es egal. Ich überlege gerade, kann man sich wegkommen oder fährt man. Nee, dann fährt. Okay, wir fahren. Ja, wir sind im Krea, da durfte das nicht passieren. Was? Deswegen sonst mit dem Bunker. Ich weiß nicht, wie das sich mit dem Bunker verhält. Ob man da dann sich wegbumsen kann oder nicht. Ich hätte gesagt, wir fahren zwei Runden oder nur eine oder mehr oder was weiß ich. Jo, ist es egal. Ich habe noch 30 Minuten bis zur Pause. Oh ja, gut. Zähl mal runter. Null. Bremsen. Wir machen zwei Runden. Ah, verloren, du bist rausgefahren. Scheiße. Du musst halt immer den Lenker mit im Blick haben. So. Wenn der nie mit im Blick ist, dann ja, kannst du sicher sein, du fährst schon irgendwo raus. Eiko hole ich jetzt nicht mal ein, aber ich habe die Strecke ausgebessert. Das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen. Ja, ich fahre nicht die ganze Zeit auf Speed, also ich gehe immer wieder runter. Ja, auf Speed, voll auf Speed geht gar nicht. Ich glaube, da gibt es manche so blöde Kurven. So, meine dritte Runde habe ich auch gleich geschafft. Aber jetzt bin ich vor allem jetzt fast schon ein. Ah ne, jetzt hat mich das Hütchen geblockt. Das Hütchen. Das Hütchen. Das Hütchen. Na gut. Super eingepackt. Naja, Darko. Was habe ich jetzt da? Zufall gewinnt. Alter, mit dem Speed-Ding. Ich komm. Vor allem mit dem Ding kannst du nicht mal rückwärts. Oh, doch. Ey, du kannst voll schnell rückwärts fahren. Du. Warte mal. Schalt dich mal Survival. Oh, wow. Nein! Ich hasse diese neue Regelung. Jetzt können wir gar nicht mehr fahren. Wow. Ja, weil kein Sprit drin ist. Ja. Warte. Kreativ. Ladest du beide auf? Ich fülle Sprit ein. Wie, ich soll beide aufladen, wenn du Sprit einfüllst, ja? Ja, was? Ne, Internetverbindung ist top. Wieso hat das gerade bei mir geblinkt? Hä? Wo ist denn hier der Zapfhahn? Da, an der Seite. Ah.
Lade ich gerade was auf? Keine Ahnung. Ja, jetzt. Hä, hey, warum blinkt denn bei mir die ganze Zeit der Router? Ich muss mal ganz kurz gucken, welches ich bei mir da blinken tut. Was WLAN blinkt die ganze Zeit bei mir? Solange du noch WLAN hast, ist alles gut. Ja, ich bin über LAN im Internet beim PC. WLAN ist nur Handy und PlayStation. Und Laptop. Oh. Wir sollten starten, weil ich drin sitze, verbraucht der Sprit. Das sage ich ja. Aber minimal. Schade, das geht doch nicht. So. Du zählst runter. Innenansicht. Ach so, stimmt. Oh. Nein. Ja? Ja? Okay. Scheiße. Ich bleib so häufig hin. Ja, die Hühnchen. Warum Hühnchen? Die Hühnchen sind, ich glaube, für das Ding wirklich tatsächlich zu eng gebaut. Weil wir es voll leicht. Das Springen über die Brücke fetzt. Nur die ganze Zeit auf einer Ebene fand ich ein bisschen langweilig. Ja, klar. Aber du hättest ja diese lange Strecke, die ich da mit Fackeln markiert habe, ja, komplett ausbauen können. Bin ziemlich weit weg von so, der Strecke. Wo, zwei wo Runden hat man gesagt, oder? Gut, ja. Geschafft. Ich werde hier in keiner Runde mehr was holen. So, mit dem können wir wieder im Kräher fahren. Ich finde das sowieso grotten. Hallo? Bist du ein Kräher? Ja. Ich hab das Ding nicht. Ah, jetzt. Es muss genügend Platz sein, tatsächlich. Ich hatte das Paket gar nicht. Ich finde es seit der neuesten Version so scheiße, dass man nicht mehr Game Mode 0, Game Mode 1 und so weiter eingeben kann. Warte mal. Ey, was hast du jetzt gemacht? W und S gleichzeitig gedrückt. Oh. Ich will da die lange Strecke damit fahren. Warte, wir starten woanders dieses Rennen. Das ist aber unfair, weil ich weiß, dass du jetzt Kickstarter machst. Ja, wir beide. Nee, ich nicht. Warum? Ja, lass doch mal. Warte, ich muss erstmal. Gar nicht so einfach rückwärts. Ich weiß schon, ob ich keine Flappen hab. Oh fuck. Mach nochmal Kickstarter. Schade, ich dachte, der Motor hinten, da passiert irgendwas. Das sieht so. Mach das mal mit dem Wohnmobil. Ey, wir müssen das mit dem Wohnmobil mal machen. Oh. Das geht damit, glaube ich, nicht. Also, Kickstarter warte. Geht da mit allem. Oh, warte. Und. Oh, nein. 3, 2, 1, go. Alter. Wir haben jetzt schon 6 Hütchen mitgenommen. Ich habe das Problem, ich bin in Ego, war nicht in Ego. Musste schnell umwechseln. Ich bin Ego und ich habe schon 6 Hütchen mitgenommen tatsächlich. Das Ding geht ab, ey. Scheiße. Und das mit dir, Motor, Ike. Nee, never. Ich sehe nicht, weil du meistens. Scheiße. Was hast du jetzt gemacht? Ich bin von der Brücke. Scheiße, von der Ey, Brücke du irritierst geplumpst. Total! Ich bin von der Brücke geplumpst.
Ich kann nicht gerade fahren, wenn ich lache. Das ist voll unfair gerade. Nein. Da hast du wenigstens eh ein Rennen gewonnen. Alter. Noch habe ich nicht gewonnen. Ich lass dich sogar. Ich lege schon wieder die Brücke, ne? Ich lass dich sogar gewinnen. Ja, gut, das habe ich. Hey, ganz aber ehrlich, der Kickstarter war geil. Warte. Es geht auch normales Treppen. Ich will jetzt was testen. Das muss einfach sein. Das musst du mal in der Ego machen. Nee, ich will jetzt was anderes testen. Machst du dir jetzt eine Sprungrampe? Ich mach mir jetzt eine Rampe, ja. Und vor allem, das ist gleich so eine steile. Oh, Alter. Boah, ja, toll. Ich dachte, es geht ein bisschen besser ab. Ist ja ein Witz. Ich dachte, das geht besser ab. Bist aber auf die gleiche Idee gekommen wie ich gerade. Boah! Also mit dem Moped ist das mal richtig geil. Das sieht so geil aus, Daku. Ey, das ist Hammer. Ich hab jetzt... Es muss sein. Es muss einfach sein. Ich bin nochmal kurz auf, Karl. Ja. Wo ist die Mod? War das die? Ich glaube nicht. Oh, welche Mod war denn das? Hier, die Vehicle-Mod. Traktor. Das da. Shopping Car wollte ich ja sowieso mal haben. Minibus. Golfkart. Was war das denn? Geil! Ist das geil! Das ist so geil! Das ist so geil, ey! Das ist so geil! Ja! Oh, Hammer! Oh! Das Ding fetzt!
Oh Gott, ich habe Tränen in den Augen. Alter, leck mich fett. Ey, da wollen wir erstmal Schokolade trinken. Oh, ist das geil. Damit hätte man die ganze Zeit rumfahren müssen, ey. Haha, geil. Das Ding werde ich mit dem Singleplayer definitiv bauen, ey. Oh, ich werde das Pack sowieso noch eine ganze Weile im Singleplayer spielen, ey. Oh, ist das geil, dieses Dreirad, ey, das ist der Hammer. Das ist so geil. Scheiße, jetzt ist er direkt ins Loch gegangen. Ups. Dieser Map. Oh, scheiße, ich wollte gerade wieder zu mir tippen. Sag Gott, das Ding ist geil. Oh je. Elektronisches Dreirad für Kinder. Das ist so geil. Damit kannst du einen Kickstarter machen. Das ist so abgefahren. Ike? Ja? X-Bum sagt jetzt AD. Ja. Warum? Ich will mal testen, ob das funktioniert. Nice. Jetzt hat es AD gesagt. Da guck. Man kann damit fahren! Hör doch mal auf, ich will damit rumpesen. Was war denn das jetzt, was ich hier hab? Das war Golfkart, das hab ich. Ich will den Einkaufswagen haben. Ist das dämlich, ey? Das ist so grottendämlich. Wir sehen uns. Hier kannst du niemals starten. Doch! Das ist jetzt ein Wasserflugzeug. Warte mal. Ich kann nicht mehr. Wie kommt man damit nach oben? Sprinten. Ach nee, hier, Springtaste. Alter, ich kann nicht mehr. Und wie nach unten? Das weiß ich nicht. Okay, das Wohnmobil kann Kickstarter. Wo bist du? Bei dem kaputten Haus, was du zerschossen hast. Ui, geht der ab.
Ich sitze hinten drin. Nö, dann will ich nicht mehr. Ich will noch so ein Boot. Aluminiumboot. Was ist ein ATV? Couch? Okay. Dirtbike. Kann man schon. Fertilizer. Fluid Trailer. Go-Kart. Golfkart. Jetski. Love Mover. Keine Ahnung, was das ist. Ach, der Rasenmäher. Ja, glaubst du, man kommt mit Rohstart über eine Mauer rüber? Nee, hab ich schon versucht. Schade. Darko. Rasenmäher, Kickstarter. Das ist so dämlich, ey. Was war das? Ja, du kriegst so jetzt. Rollstuhl! Das ist so dämlich einfach! Ja gut, das wollte ich nicht wirklich probieren. Das haben wir schon. Ich hab noch Boote hier. Jetski und Boot. Oh! Das ist so grottendämlich, aber wieder so geil. Du hast gerade ein Bootput gemacht. Oh, ich sitze hinten drauf. Wow. Warte, erstmal Kickstarter versuchen. Geht nicht, schade. Ist das geil! Irgendwie, die Mod, die hat's in sich, dass man damit echt so Scheiße machen kann. Wir hätten mit so Dingern echt die ganze Zeit auf der Map rumeiern müssen. Nee, damit sie nur mehr leckt. Ja, wenn wir das zusammen machen in EM immer. Ja, du kannst so einen Kickstarter machen, schade. Können wir hier rausfahren? Nee. Wenn, dann müsste das höchstens mit einem Jetski klappen. Wenn ich mich hinten vorne draufsetzen würde, wie hinten. Alter, das ist so dämlich. Warte mal. Doch, Ike, setz dich doch vorne drauf. Geht auch nicht? Nö. Warte. Rein theoretisch müsste das jetzt aber klappen. Ich gehe eher unter Wasser. Ja, ich stecke hier fest. Hier unten ist ja nur noch keine Dings. Da macht er einfach mein. Ja, fast. ja, jetzt.
will mit dem Flugzeug fliegen. Ich will damit fliegen. Das ist cool, habe ich schon versucht. Steht das noch irgendwo? Ja, das habe ich hier hinten bei unserer Kartbahn gelandet. Ich will trotzdem wieder runterkommen. Ah, Sprinten ist runter. Ich bin unsichtbar. Jetzt. Hä? Warte mal, lass uns mal aussteigen. Nee, hä? Was war denn das? Du deckst gerade Gebiet auf. Bleib mal da, wo du schon aufgedeckt hast. Dann hast du diese Bugs nicht mehr. Warte. Bumm. Scheiße. Komm mal zurück, ich will in dich reinfahren. Yeah. Dann mal, ich schaffe hier durch die Brücke durchzufahren. Weil jetzt will ich mehr abheben. Fies. Wird neues geholt. Hast du auch, drückst du auch überhaupt Leertaste? Ja. Meins geht jetzt auf Tauchgang. Geil. Hä? Jetzt? Ich hab's geschafft! Das Schwerste, was ein Flugzeug zu bieten hat, das Landen. Ist das geil! Hat doch die Musik. Ist das geil! Ja, zum Landen kannst du hier wirklich richtig geil die Dings benutzen. Mann, warum drück ich immer sneaken? Tschüss, Flugzeug. Wo ist es denn gelandet? Bei meinem zersprengten Haus. Hä? Nee. Doch. Wow. Gut eingepackt. Du darfst übrigens beim Starten nicht zu früh Leertaste dauerhaft gedrückt halten, dann fliegst du nicht mehr hoch. Okay. Das war eben wahrscheinlich auch dein Problem, weshalb das nicht mehr geklappt hat. Koppel dich doch mal an. Nein, was? Jetzt. Komm, setz dich hinten drauf. Kannst du? Geht nicht. Scheiße, und dann stell dich drauf. Geht ohne, scheiße. Kannst du damit einen Hochstarter machen? Yeah! Ey, ich hab Justin seine Mod gefunden. Der wird die lieben. Tuka, 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 tuka. Das ist so geil. Ey, Anhänger. Du hast verbuggt. Tschüss, Anhänger. Der Anhänger fährt ohne mich weiter, Darko. Was? Hä? Der fährt einfach ohne mich weiter. Oh, was hier noch fehlt, ist ein Abschleppauto. Oh Mann, ey. Ey, diese Mod, wir müssen irgendeine Map entwickeln mit der Mod, ey, ganz ehrlich. Und wir müssen Justin dazu holen, der wird wirklich mit Traktor mit dir Engine rumpesen. LOL Farming Simulator aka Minecraft.
Könnte man sogar umsetzen mit Customer-NPCs. Ja, und der Mod dazu? Für mich die Waffenmod mit rein, um euch zu ärgern? Und dann noch vielleicht irgendeine andere... Nee! Spätzünder! Aber das wäre doch eine geile Idee. So ein schönes Modpack entwickeln. Oder hat. Oh, ja, no. Das wäre geil. Hier dann noch Pam's Harvestcraft dazu für die ganzen Obstbäume. Nein. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst nur die Fahrzeugmod. Pam's Harvestcraft, meine Waffenmod. Es gibt einen Farming Simulator Modpack in Minecraft. Oh wow. Scheiße. Nee, also ganz ehrlich, nee, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Das hat ganze 209 Downloads, also ist nicht bekannt. Und es ist für rein die 1.17. Wow. Warum habe ich Caps Lock an? Also, no. Dazu sage ich nur das. Da kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Alles in die Luft jagen. Ja, nee, das kommt dann erst zum Schluss dran. Nein, mit alles in die Luft jagen meine ich, dass wir eine Runde spielen. Ich glaube, ich habe die Wasserleitung getroffen. Hä? Es gibt doch Häuser, da ist Wasser drin. Ja. Stell dir damals so ein RP-Projekt vor mit in Lost Cities. Man wohnt hier so in einem ganz normalen Haus hier so. Hm? Siehst du, wo ich bin? Nö. Nametags sind raus. Hier. Hinter dir. Da. Hm? Noch nicht schießen. Kannst gleich schießen. Man ist hier so in einem Haus. Ich mache nochmal Glas zu. Oh. Däumle, macht irgendwas und dann sieht man nur, wie dieses Ding da ins Fenster reinschießt. Baum. Und bumm. Ja, man könnte halt wirklich überkrass viel machen. Und warum sehe ich hier unten eine Kiste drinne? Im Bahnhof. Seit wann gibt's denn sowas? Piercing 1 Buch und Rotten Flash. Interessant. Das ist ein Haus im Bahnhof gespawnt. Lol. Ach, da ist mein Flugzeug. Oder eins der vielen. Ja. Oh je, ultimative Challenge. Schaffe ich es vor der Lava zu starten? Wo ist die Lava? Ja, ich hab's geschafft. Ey, das Flugzeug ist verbuggt. Ist das von Ike? Nee, meins steht hier. Jetzt gleich nicht mehr. So. Oh. Dako, flieg mal mit dem Flugzeug hier. Komm mal zu mir, TP dich mal. Flieg mal mit dem, mal gucken, ob das so startet. Das ist komplett broke. Ich will dich abschießen. Boah, war das knapp. Warte, ich mach dich hier weg frei. Ich bin schon lange weg. Boah! Hey, warte mal, ich dreh mal meine Runden. Mal schauen, ich komm gleich wieder. Wow! Alter! Scheiße, immer so knapp. Gar nicht so leicht hier ohne Fehler, um die Häuser zu fliegen. Wo bist du überhaupt, Ike? Ich stehe auf dem Haus. Komm. Flieg mal, du musst mal genau auf mich zufliegen. Ich will dich abschießen. Ich sehe dich nicht. Ich bin hier oben auf dem Haus.
Ah, hier, da oben! Epa, jetzt bin ich mal auf dich zugeflogen. Na gut, Lupin kriegt er nicht hin. Scheiße. Muss schon treffen, Alter. Ja, du, wenn du von oben runterfliegst, ist das Treffen hier so einfach. Eisen, Engine, ihr kam. Glas. Ihr da kam einfach alles Teile wieder raus. Alter, frisst das viel Eisen. Holy shit. Also ein Schuss würde man überleben. Alkohol mal. Ja? Genau. Du solltest da eine Piste rausholen, aber gut. Das ist so geil. Das ist einfach so geil. Hä? Ah, jetzt. Hasta la vista. Ich baller wieder Scheiß. Genau in dein Gesicht. Dago, das war unfair. Ich hab das nicht mitgekriegt, ne? Dass du mich in Survival gesetzt hast. Als würde man das nicht mitbekommen. Nee, ich hab das nicht mitgekriegt. Weil ich stand ja auch die ganze Zeit, ich bin ja nicht geflogen. Ja, aber du hast geschossen. Ja und, die Waffe war immer voll. Ich weiß nicht warum. Gut, wollen wir zum Ballern? Oder ich würde vorher mein Päuschen machen. Ja, klar. Und ja, dann ist die letzte Stunde angebrochen. Habe ich 4 Stunden gestreamt, das reicht für heute dann. Gut, dann bin ich gleich wieder da.